Schön, dass ihr da seid. Oh, das war vielleicht ein bisschen laut. Nach einer doch längeren Pause geht es jetzt weiter. Ich saß ein bisschen auf heißen Kohlen. Die kleine Lady war krank geworden, richtig krank. Na, der Elefant ist weg. Hier stand ein Elefant. Deswegen war es mir leider nicht vergönnt. Ich hätte es bestimmt irgendwie regeln können, aber da war ich einfach mehr für die Kleine da. Warte mal, 25.800 Seelen. Moment, bevor wir hier in unbekanntes Gefilde vordringen. Erstmal leveln. Ich habe zuletzt den Skorpion getötet. Der Skorpion musste leiden. Marius, grüß dich. Hi. Habe ich was hier. Nee, da fehlen mir jetzt diese Titanitbrocken. Zwei Stück dafür. Ja. Dann gehen wir einfach ganz normal leveln. Ja, kannst du nicht einfach labern, wenn du mir was Neues zu sagen hast und nicht jedes Mal. Kann ich den Balancewert irgendwie erhöhen? Nee, dann lassen wir das mal hier auf 20. Ja, passt schon. Und wir werfen mal einen Blick auf meine Tode. Oh, ich bin nur halb zu sehen. So geht das natürlich nicht. Ich muss, glaube ich, mal mein Kamerabild anpassen. Jedes Mal die Kamera hier hin und her bewegen. 482 Tote. Oh, shit. Ja, also ich hab mehrere Dinge. YouTube ist am Wochenende heiß gelaufen. Die Kommentare waren wild. Ich habe mittlerweile viele, viele Ringe. Moment, das klingt doch spannend. Der Ritter Raimond von Drangleic diente dem König und bewachte die Festung bis zu seinem Ende. Es heißt, er hätte diesen Ring in seinem ganzen Leben im Dienste des Königs in Ehren gehalten. Er verleiht den Träger den Schutz der Drachen. Der Ring erhöht die Trefferpunkte, Ausdauer und maximale Belastung, geht jedoch leicht kaputt. Versteinerungsresistenz. Erhöht Angriffskraft. Ja, der heilt mich. Bringen mehr Seelen. Gegner lassen eher Objekte fallen. Stärkt Abwehr gegen Stoßangriffe. Er stärkt Stoßwaffen-Konterangriffe. Moment, ich glaube, er begrenzt die Trefferpunkte, die der Träger als Hülle verliert. Der könnte, das ist, glaube ich. Welchen packen wir davon weg? Ring der Wiederherstellung. Der heilt mich, glaube ich, langsam. Der hat mir nicht so viel gebracht. Ja. Ich glaube, der ist besser. Was haben wir sonst noch? Fallschaden explodiert. Stimmen von Gegnern hörbar, weiß ich nicht. Glockenhüter. Nee, dann machen wir mal den rein, weil ich glaube, damit verliere ich weniger Leben.
Türen des Varos. Gürms Frist. Okay. Holzbolz. So, auf in ein neues, unbekanntes Gebiet. Türen des Pharos. Hallo? Ah? Ja. Grüß dich. Oh, was bist du denn? Können wir... Der kriegt ganz schön wenig Schaden. Jetzt geht's. So. Das sieht aus wie eine Mischung aus Ratte und Hund. Nee. Nee. Oh, in diesem Wasser, ne? Voll nervig, dass die hierher kommen. So. Da oben stehen so ein paar Zwerge rum. Da ist eine Tür und da ist eine Tür. Und dich... kann ich wahrscheinlich anzünden. Gelbes Kraut. Was macht gelbes Kraut? Ist das das hier? Nee, giftiges Moos. Ich suche nach was Gelbem. Ich sehe nichts Gelbes. Gewürz. Aromaschlick, faules Harz, grüne Blüte, gelbes Kraut, stellt Zaubereinsätze wieder her, okay. Hallo? Dämliche Ratten. Es gefällt mir nicht, dass es hier so... dass hier oben so ein Gang ist. Ich gucke erstmal hier hoch. Ja, auf YouTube ist es abgegangen. Viele, viele Kommentare. Verzerrte Barrikade, Seele eines stolzen Ritters. Verzerrte Barrikade. Er ist ja eine Ratte. Ja. Rennt er mir mit erhobenem Hammer hinterher. Aua. Was die an Schaden machen. Aber dafür halten sie auch nicht so viel aus. Ich kann gleich schon zurückgehen und mir meine Flakons wiederholen. Jetzt haben wir hier schon wieder so ein Pharo-Ding. Nee, machen wir nicht. Da ist ein Loch in der Wand. Gefällt mir nicht. Haust du mich jetzt oder nicht? Gürm, Kriegerhandschuhe. Ich habe irgendwas gehört.
Oh nee. Die Stachelwand da, die gefällt mir nicht. Ja. Was ist hier unten? Da unten ist noch so ein Pharo-Ding. Aber keine Ahnung, was die machen. Gut, das hat geklappt. Nee. Aua. Titanitbrocken, nice. Fossiler Drachenknochen. Ja, was haben denn die Kommentare so alles gesagt? Ich soll nach den Ringen gucken. Das habe ich jetzt schon gemacht. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so viel ausmacht. Wir werden es sehen. Der erste Kommentar tatsächlich am Wochenende passiert, oder das war heute? Heute oder gestern? Der meinte, ich würde schlecht spielen. Da war ich dann etwas überrascht, weil bisher eigentlich die Meinung darüber eher positiv war. Aber hey, ich versuche mich zu bessern und besser zu spielen. So, jetzt sind wir hier oben. Da unten ist noch so ein kleiner Durchgang. Führt der mich dann nur da hoch zu dem? Ja gut, aber euch hier? Hier sind lauter so Pharo-Dinger. Ne. Okay, du bist eine Statue. Zwei von euch. Du hast zwei Äxte? Was ist mit dem anderen passiert? Ist der jetzt runtergefallen? Ja, ich nehme mich in den Arm. Ja, der ist runtergefallen. Ich höre ihn da unten, glaube ich, irgendwo watscheln. Es ist für mich nicht erkennbar, ob ich hier was reinstecken sollte oder nicht. Deswegen lassen wir es lieber. Den Satz. Ah. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah. Den könnte man auch blöd aus dem Zusammenhang reißen. Warum kann ich dich jetzt untersuchen? Ach nee, das ist das Ding hier am Boden. Drüben ist ein Fenster. Und da ist ein Durchgang. Ich habe die Vermutung, dass ich irgendwie dieses Tor öffnen kann. Aber welchen von diesen Pharo-Wahrheitsverkündern muss ich dafür nutzen? Keine Ahnung. Du, komm mal mit. Ja. Aua. Oh. Ich bin schwer am Überlegen, ob ich hier einfach rüberhüpfen versuchen soll, aber das ist so ein Abstand, könnte gehen, könnte mich aber auch mein Leben kosten. Wie viele von diesen Pharo-Dingern habe ich denn? Waren irgendwelche so viereckige, vier Stück. Oh. Komm, wir benutzen mal random den hier am Boden. Aha. Nee. Du machst das jetzt immer. Geil.
Macht einer von den dreien hier das Tor auf? Möglich. Wahrscheinlich ist es der hier. Okay. Irgendwas ist passiert. Das Tor ist nicht aufgegangen. Ich würde gerne darüber hüpfen. Aber ich hole jetzt nochmal. Ich mache jetzt nochmal meine Flakons voll. Ach, guck mal. Ne, wir gehen erstmal hier lang. Hey, perfekt. Schau mal an. Nice. Dann können wir hier ja die Flakons voll machen. Super. Kann ich gerade nochmal leveln schnell mit 8400? Ich weiß es gar nicht. Ja, kannst du bitte nur sprechen, wenn du mir was Neues zu sagen hast, danke. Okay, ich brauche 11.000, alles klar. Behalten wir mal im Hinterkopf. Wo, Ah, hier, da. Türen des Pharaos. Hey, Pharao, bist du hinter dieser Tür? Boah. Sollte ich mich jetzt mit euch anlegen oder nicht? Kann ich hier überhaupt wieder raus? Oder muss ich mich mit euch anlegen? Ich muss mich mit euch anlegen. Nun denn. Oh Gott. Du bist eine riesige Ratte. Oh, und du hast das gleiche Moveset wie... Oh ja, du hast genau das gleiche Moveset wie unser lieber Köterfreund aus dem ersten Teil. Boah. Aua. Boah. Ja. Machbar, machbar, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass ich jetzt hier schon beim nächsten Boss stehe. Kommt mal her. Nee, nicht so herkommen, bitte. Ey! Stopp! Auch wenn man die nicht killt gleich, ne? Dann kriegt man vom Dicken. Dann kriegt man direkt vom Dicken. Boah! Das ist gemein. Oh Mann! Okay. Ah, die vorigen habe ich gar nicht aufgesammelt, ne? Dann sind die eh futsch. Nee. Ach, giftig seid ihr auch. Ja, Mensch. Das ist keine Ratte, das ist ein Hund oder irgendwas.
Ey, die Reichweite von ihm. Mega ätzend. Ja, lass mich erstmal deine kleinen Kumpels kaputt machen. Warte mal kurz. Ey. Ich hab gesagt, warte mal kurz. Hoppla, das wollte ich nicht. Scheiße. Ich wollte mich heilen und hab eine Bombe nach ihm geworfen. No! Ja. Oh. Kann ich vielleicht... Wie viele Pfeile habe ich denn? Kann ich irgendwo sehen, wie viele Pfeile ich habe? Wo sind meine Pfeile? 2 und 5. Bogen, Bogen, da. Ja, ja, ist ja gut. Ah, das Moveset von ihm ist echt. Oh. Nein, nicht Pfeile. Was? Hier, die will ich. Scheiße, ey. Die Reichweite und dann so eine Ratte neben mir noch. Ey, komm. Ah. Okay, ein, zwei kann ich mit Pfeilen killen, aber dann kommt der Dicke schon. Oh, ist das gemein. Ah. Ey, ach, und dann bewegen die sich auch so be... Ach, stopp! Es reicht doch! Mann! Oh nein! Es geht schon wieder los! Ach. Ich bin echt zuversichtlich heute hier reingegangen. Oh, und habe mich drauf gefreut, ein neues Gebiet zu erforschen. Oh. Dämliches, verlorenes Gut. So, jetzt zu dir, Dicker. Ah, das trifft mich, ehrlich. Ah, wie lange der braucht, um... Ah, das ist... echt mies. Okay, ich glaube, ich muss den ohne Anvisieren machen. Und so vielleicht, ja. Nee, aua. Wenn ich dann natürlich nicht rennen kann, ist doof. Nein, das war schlecht.
Yes. Nice. Puh. Ah, ich habe am Anfang gedacht, das wird schlimmer. Geil. Oh. Paul, grüß dich. Hi. Hallöchen. Schön, dass ihr alle da seid. Freut mich. Oh, nice, ey. Das ging schnell. Viel, viel schneller, als ich dachte. Ja, ist gut. Spielst du noch ein bisschen leise? Sorry. Ja. Da könnten. Dann machen wir den einfach ein bisschen lauter. Jetzt müsste es besser sein. Ist ja auch für die Aufnahme dann besser, für YouTube. Meinung zu Dark Souls 2. Es hat mich teilweise bisher sehr in den Wahnsinn getrieben. Ich glaube, ich habe es langsam durchschaut, so ein bisschen jedenfalls. Also, und jetzt ist es geht. Ich habe mit was viel Schlimmerem gerechnet, um ehrlich zu sein. Shouldst thou forbear thy ways, audience shall be thine. Nehmt ihr von euren Taten Abstand, Swearest thou to serve me true? aufrecht zu dienen. Keine Ahnung, Alter. Darf ich dann die Ratten nicht mehr killen oder was? Nee, wenn du mir nicht sagst. Ja, ist okay. Wow, da geht's runter. Okay, Moment. Warte, von da bin ich gekommen. Jetzt bin ich minimal verwirrt. Das war nur. Ist das hier nur wegen dem Rattenkönig? Nein. Das kann doch nicht sein. Lebensstein. Vor diesen Puppen, ne? Habe ich mittlerweile so einen Respekt, weil die in dem einen Level so hart mich abgefuckt haben. Ja, hey, also ich finde es eigentlich ganz cool. Die Gebiete sind ganz nett. Es gibt so ein paar Stellen, wo ich sage, also musste das jetzt so sein? Wie sie mir im Kopf steckt! Ich weiß nicht, ich finde es jetzt, also Dark Souls 1 war halt wesentlich kleiner. Ob das jetzt schlechter oder besser ist, keine Ahnung. Ehrlich gesagt, da sitzt einer. Hallo? Willst du mich verhauen oder kann ich mit dir reden? Du willst mich verhauen. Okay, alles klar, ich habe verstanden. Okay, weiß ich nicht. Und da würde ich kommen, dann sitzt der da und wartet auf mich, oder wie? Nee, keine Ahnung. Ach, wurscht. Gehen wir einfach weiter. Also zu Dark Souls 1 ist einfach wesentlich kleiner. So, also, und steuerungstechnisch und sowas.
Es gibt so ein paar Bugs und Sachen, die hatte ich im gefühlt waren, die im ersten Teil besser, aber vielleicht war es mir da auch einfach nicht so hart aufgefallen, weil es das erste Mal war, Dark Souls, und dann habe ich das Spiel so akzeptiert, wie es ist, und jetzt waren mir halt ein paar Sachen aufgefallen. Kann ich nicht sagen, ob das. Ob das im ersten Teil so viel besser oder schlechter ist. Ich bin mal gespannt, da ja so viele Leute Dark Souls 3 so preisen, wie Dark Souls 3 dran ist. Und zu Dark Souls 2, also, ja, hey, ganz ehrlich, ich finde es jetzt gar nicht so viel sch so schlimm, wie alle behaupten haben. Ich habe die eine oder andere kleine Anpassung gebraucht. Im Mindset so. Gerade so kleinere Hebel und Schalter, die in Dark Souls 1 wesentlich besser zu erkennen waren. Hier habe ich das Gefühl, hier gehen mir viele Geheimnisse verloren, weil ich einfach. Einfach vielleicht die ein oder andere Mechanik nicht kenne. Wenn ich Dark Souls 3 gespielt habe, finde ich Dark Souls 2 wesentlich schlechter. Ja, aber pass mal auf, ey, das ist ja vor der Vorgänger. Und das ist doch schön, wenn der Nachfolger dann besser geworden ist. Aber deswegen wird sich wahrscheinlich meine Meinung zu Dark Souls 2 nicht so hart verschlechtern. Ich weiß nicht, wie es bei Dark Souls 3 ist, ob die hier. Das. Hier erinnert mich einfach so viel an Dark Souls 1, so. Wo ich dann denke, okay, das sah in Dark Souls 1 cooler aus, die Kristallhöhle. Aber hey. So, jetzt haben wir hier Mobs. Und den oben mit dem Bogen. Nee, warte, das ist ja so ein Ding, das ich kaputt machen kann, ne? Jetzt habe ich sie alle auf mich gezogen. Blöd. Nee, warum bleibe ich jetzt hier an so einem kleinen Ding hängen? Das ist nicht cool. Denen mache ich echt wenig Schaden. No, shit. Du warst noch nicht im Paradies. Weißt nicht, was dich gestört hat. Ja, kleinere Hebel und Schalter, wie gesagt, das war einfach in Dark Souls 1 wesentlich besser zu erkennen, wo ich hier was drücken kann, muss, darf, soll. Wo ich jetzt hier so ein bisschen echt Schwierigkeiten habe. Lohnt sich das jetzt hier, mich hier durchzukämpfen? Greifen die mich gar nicht an, wenn ich. Hallo? Doch, die greifen mich an. Aber das war jetzt, dass ich da den Backstep nicht gekriegt habe. Minish Cap. Minish Cap? Welches ist Minish Cap? Ah! Der Mustermann von YouTube. Ich glaube, ich weiß, welchen Ring du gemeint hast, ja. Und dann habe ich den jetzt auch drin. Bin nur mal gespannt, wie viel das ausmacht.
Ist der jetzt gerade in das Zelt da rein verschwunden? Lol. Ich glaube, du hattest diesen Ring gemeint. Ring des Bindens. Ist er jetzt da drin? Nee, wo ist er denn hin? Hinten wieder raus. Blutungspfeil. Okay, cool. Warum stirbt der jetzt so schnell? Krass. Oh, da schießt einer mit Pfeilen auf mich. Ja. Ja, perfekt. Komm du mal mit. Komm du mal hierher. Wie der läuft. Geil. Minish Cap war auf dem Game Boy Advance. Oh, das habe ich nie gespielt. Oh, hi. Servus. Warten Sie einen Moment. Jawohl, passt. Diesen Brunnen hier. Ja, lass mich erstmal. Ich bin hier schon. Da oben war noch einer. Ich wusste doch, irgendwo war noch einer. Ich glaube, hier ist auch noch irgendwo ein Schweinchen, wenn ich gerade richtig gehört habe. Da kommt aber schon dieses Backseat Gaming, ne? Eieiei, Leute. Itzio Auditore 07. Der Name, Titanitscherbe. Da unten ist ein Gang, der da rüber führt. Da ist eine Kiste drin. Da geht eine Leiter hoch. Wie tief ist es da? Sterbe ich, wenn ich da runterfall? Da sterbe ich doch, wenn ich da runterfall, oder? Und da unten ist irgendwas drin. Na, zu weit weggestanden. Nee, so nicht. Kann ich das Ding kaputt machen? Nee. Dann probiere ich es nochmal mit Anlauf, aber. Nee. Schwierig. Ich denke, ich bin schon auf dem richtigen Weg mit einer Rolle. Nee, so nicht. Weil bringt mir ja auch nichts, wenn ich aufs Dach. Ja, wobei, vielleicht fällt das Dach ja zusammen, wenn ich da drauf stehe. Gucken wir mal, aber ich glaube, es hatte sich nicht so angefühlt, als könnte ich da drauf hüpfen. Ah doch, guck mal an. Haha, alles klar, let's go. Mit
Mit Anlauf rennen? Okay, no, dann laufe ich, renne ich mit Anlauf. Bin jetzt mal gespannt, was es da gibt. Ah, guck mal. Easy. Ja, ja, Schweinchen. Dich habe ich von oben schon gehört. Och. Welchen... Ach nee, komm. Jetzt sterbe ich hier wegen... Jetzt... Nee, immer noch nicht. Du, lass mich mal kurz durch, Schweinchen. Jetzt, danke. Dich brauche ich nicht killen. Dann lassen wir dich einfach am Leben. Oh, jetzt habe ich mich kurz erschrocken, dass das Explosionsfässer sind. Und ich hau einfach drauf, ne? Wie so ein Depp. Das wäre es gewesen, ey. Ach nee. Ach. Ich dachte, das Schwein da unten ist schon genug. Nein, es ist auch noch eine Mimik. Mimika. Oh Gott. Ach nee, da. Oh, wie viele Seelen waren das jetzt? Oh. Genau das wollte ich. Danke. Habe ich gern gemacht, bitteschön. Mini-Baum. Oh, nicht in die Ecke rein. Chill mal einen Moment, Schweinchen. No. Jede Truhe mit der Faust schlagen. Ach, wo? Oh. Ich hau mal mit der Lanze drauf. Oder mit meiner... was ist das hier? Pike. Und es wurde sich tatsächlich mehrfach, glaube ich sogar, beschwert, dass ich nicht alle Gegenstände einsammle. Die Bogenschützen sind einfach nicht so mächtig. Ja. Oi, oi! Ei. Kollege, dich habe ich vorhin gesehen und im Zelt gekillt. Die Holztruhen können kaputt gehen. Ernsthaft? Abgefahren. Oh, oh. Scheiße. Jetzt sind die Seelen auch weg, dann brauche ich nicht nochmal da hinten hingehen. Ja, aber dann ist da dann nichts mehr drin, oder was? Nein, nicht antworten. Lass es mich einfach selber rausfinden. So, schon erledigt. Weiter geht's. Ich weiß immer noch nicht. Also ich gehe jetzt mal hier noch ein bisschen entlang, ja. Aber ich würde fast... Ich weiß nicht, ich habe 3 alte Seelen. Brauche ich 4? Ja, 4 könnte sein. Dann fehlt noch eine. Aber was da... Nee! Ihr seid ja... Das war der da oben, ne? Den gehen wir jetzt verprügeln. Hast du das? Oder warst du das? So, damit hier nichts passiert, machen wir es einfach selber.
Man kann viel übersehen. Ich glaube, ich habe schon so viel übersehen. Autsch. Nicht runterfallen, bitte. Eine Fackel. Große Titanitscherbe. Das sieht nicht so aus, als könnte ich da unten weiter. Da ist eine Spinne abgebildet. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Oh oh. Oh. Saftsack. So, okay. Öffnen. Okay. Sieht erstmal harmlos aus. Ich meine, Skelette und Gerippe haben wir. Aha. Aha. Das sind Skulltulas. Ich glaube, ich renne einfach durch. Ah. Okay. Knochenstaub. Ich glaube, das habe ich schon mehrfach gelesen und mir ist es bewusst und bisher war ich der Überzeugung, dass ich es nicht brauche. Du meinst, dass der Istus-Flakon dann mehr heilt, ne? Das habe ich gelesen. Wo ist es denn? Davon habe ich, wie viel habe ich denn davon? Das da ist es, glaube ich. Genau. Edler Knochenstaub, ja. Habe ich schon, das habe ich schon verstanden, aber wie gesagt, war bisher der Meinung, brauche ich nicht. Oh, das ist doch jetzt eine Schweinerei, ey. Niemals kann ich an diese Truhe rangehen, ohne dass mich die Spinne snackt. Ne. Nö, 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 nö. Oh Gott. Oh Gott. Herumstreifender Magus und seine Versammlung. Okay. Wäre einfacher für dich. Naja, ich habe aber nur 3 Stück davon. Ja, wobei ich könnte mich ja immer wieder zu dem Leuchtfeuer porten, an dem ich es benutzt habe, ne? Stimmt eigentlich. Ich war immer so... Ach, egal an welchem. Moment. Wait. Habe ich das vercheckt? Verbrennen in Leuchtfeuerstelle. Ach so. Nee, ich will das nicht tauschen. Wie mache ich das denn? Für mich war das funktioniert nur an dem Leuchtfeuer, an dem ich das dann auch benutze, also verbrannt habe. Aber zählt das dann für alle? Was ist das? Reinigt Untote mit heiliger Essenz. Reinigt Untote. Okay.
Ich kann das nicht verbrennen. Das zählt für überall. Das ist... Ja, oh Mann, ey. Ach doch, da stand was von verbrennen, glaube ich. Da. Ah. Gut, das könnte man jetzt sehr stark nach, weiß ich nicht, Backseat Gaming. Ja. Ja, Sepp. Das ist halt das, ne? Das ist halt das. Was macht das? Ein warmes, damit könnt ihr Höhlenwendung umkehren. Wenn ich das verbrenne, verbrennen jetzt nicht möglich. Okay. Gut, dann halt nicht. Und hallo Sepp, grüßt euch. Schön, dass ihr da seid, freut mich. Ja, für mich war das so, okay, das funktioniert dann nur bei dem Leuchtfeuer, wenn ich an diesem einen Leuchtfeuer raste. So, das war mein Verständnis dieser... Nee, hau mal nicht zu. Oh oh. Oh, gut. Passt und weg. Ich habe bei der Kiste gelitten. Ja, das war Trollkiste da. Der ist gerade auch wieder auf mich zugezubbelt, ne? So. Oh, jetzt haben wir da irgendwelche so seltsamen Spinnen-Magus-Gedönse. Nee. Ey, stopp! Nee! Könnt ihr mal... Oh, ey, das ist doch ein... Kommt ihr mal in meinen Moshpit, ey. Home is where the crowd is. Hä? So viel mehr hat der doch jetzt aber nicht geheilt. Ey, wir machen das wie bei Dark Souls 1. Wenn ich fertig bin, dann dürft ihr mir alles zeigen, was euch in den Fingern juckt. Jedes bisschen. Ich versuche jetzt diese Kiste aufzumachen. Ah! Oh Gott, nein! Das hat die Spinnen erst... Oh nein! Nee, das hat die Spinnen erst aktiviert, die Kiste. Oh Gott. So eine Scheiße. Ey, nicht schießen. Wartet mal kurz. Ah! Mist. Oh Mann, ich hätte die Kiste einfach zulassen sollen. Nein. Oh Kacke, ey. Ach.
Du hoffst, ich spiele das DLC. Ich spiele so. Ich versuche das Ende von diesem Spiel zu finden. Wenn ich dadurch aus Versehen über das DLC stolper und denke, da geht's weiter, dann ist das so. Aber ich werde jetzt nicht aktiv danach fragen. Und auch das DLC im zweiten Teil habe ich danach als extra noch gemacht. Im ersten Teil. Das DLC im ersten Teil habe ich als extra danach noch gemacht. Wie gesagt, wenn ich irgendwas verpasse, Leute, schaut einfach regelmäßig vorbei. Sobald es Richtung Ende geht, wisst ihr ja dann ungefähr Bescheid, dass man da mal ein Auge drauf haben könnte, dass bald der Nachholstream kommt. Ja, okay, sind extrem versteckt, alles klar. Ja, dann müssen wir das im Nachhinein machen. Ist einfach so. Ja, das kriegt ihr doch dann. Wollt mich leiden sehen. Ja, dann, wie gesagt, machen wir das im Nachhinein. Dann würde ich es wahrscheinlich, dann mache ich es mit extra YouTube-Aufnahme. Ach, guck mal. Aha. Die Kiste ist ja wieder verschlossen, weil ich den Gegenstand nicht genommen habe. Ich habe nicht mal eine Ahnung, was. Doch, die wollen mich noch. Okay. Die Spinnen wollen mich noch. Mach mal nicht. Ja, ich hab dich schon gesehen, wie du's aktiviert hast. Warte mal kurz. Wir brauchen nicht zwei so Brutzler, die hier rummachen mit ihren Brutzelstäben. Einer reicht. So, jetzt ihr beide noch. Jawohl, geht doch. Titanit-Scholle. Ah, das ist neu. Nein, die Spinnen kommen. Hallo? Oh je. Das sieht wild aus. Was ist das? Irgend so ein Zauberboy. Ah, die Spinnen sind ja easy kaputt gemacht. Okay, warte mal, dann kümmern wir uns jetzt um die Spinnen. Komm mal her, du. Ah, ich dachte, die wären. Das ist ja ein One-Hit. Oh oh. Ja, so natürlich nicht. Aber ihr macht dick Schaden. Oh oh. Und eine Reichweite. Ihr habt eine ordentliche Reichweite.
So, jetzt gib mir dein Loot, Kiste. Was bist du? Schwerer Bolzen. Lol. Wow. Für einen Arsch. Ein Boss, der mir bekannt vorkommt aus dem DLC, okay. Elden Ring DLC. Ja, ich muss mal gucken, ey. Ja, Großschwert. Ich fühl's gerade nicht. Ganz ehrlich, ich bin eigentlich ganz. Bin ganz zufrieden so. Boah, aber geil aussehen tut's schon, ne? Aber du meinst wahrscheinlich nicht das, sondern. Dieses. CD, da müsste ich erstmal noch mehr Stärke machen, dass ich da, ja, wobei ich muss es ja nicht einhändig führen. Ja, ich bin eigentlich echt zufrieden mit meinen Hellebarden aktuell, muss ich ganz ehrlich sagen. Leuchtfeuerlü. So, gut. Super Sach. Gebe ich die Seelen direkt aus? Ja, komm. Machen wir. Mein Gott. Heute ist die Zeit geflogen. Level mal noch schnell. Hey, wo bist du? Da. Ja, Mensch, laber mir doch nicht jedes Mal denselben Spruch an die Backe. Ich kann hier sprechen drücken. Warum muss die bei jedem Mal, wenn ich sie anspreche, dieses Ding raushauen, wenn da steht sprechen? Wenn ich, dann soll sie mir nur sagen, wenn sie was Neues zu sagen hat. Aber nicht jedes Mal denselben verdammten Spruch. Ach, Mann, ey. Mit zwei gleichzeitig. Holy shit. Von den Waffen? Was es nicht alles gibt. Dann müsste ich ein bisschen auf Stärke gehen. Ich kann, glaube ich, reskillen. Ich kann, glaube ich, meine Skills neu vergeben. Aber ich habe mich damit jetzt. Ich bin. Hier. Nein. Ich habe mich hier so reingefunden und ihr könnt wirklich Kommentare über alles Mögliche loslassen. Ich weiß, es ist schwer und so, ne? Aber Leute. Leute, Leute. Wartet doch mit dem Backseat Gaming, bis ich einmal durch bin. Danach können wir uns alles anschauen, liebend gern, wirklich. Aber wartet doch einfach damit, bis ich es einmal durchgespielt habe. Ich weiß, es ist schwer und mir ist auch vollkommen klar, dass es nicht komplett ohne geht. Aber so ein bisschen Zurückhaltung wünsche ich mir. Und damit ist die erste Folge für heute schon durch und ich bedanke mich fürs Einschalten. Schön, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss.